Sechs Jahre später. Sind Sie wirklich 21, so Vers 6. Ich bin das A und das O. Der Anfang und das Ende. Soweit ich sehen kann, bist du ein aufgeweckter, gesunder 16-Jähriger. Also, ja, du musst am Unterricht teilnehmen und den GOAT machen. Nun geh, du hast einen GOAT zu machen. Was ist denn das? Gibt es irgendetwas über den GOAT, das ich wissen muss? Der Generalisierte Orientierungs- und Assessment-Test. GOAT. Jeder hier in der Vault macht ihn mit 16. Der hätte mal glasige Augen. Er hilft zu ermitteln, welche Art Job du hier in der Vault 101 machen wirst, wenn du älter bist. Also, pass auf und versuch nicht einzuschlafen. Du weißt doch, was der Aufseher immer sagt. Wir werden in der Vault geboren, wir werden in der Vault sterben. Jeder wird auf seine Fähigkeiten getestet, damit er zum Wohle aller Vault-Bewohner beitragen kann. Kommt dir das bekannt vor? Aber mir geht's nicht gut, wirklich nicht. Nein, bist du nicht. Wirklich. Als ich mit dem Medizinstudium anfing, lernte ich als erstes, woran man einen Krankspieler erkennt, der einen Test schwänzen will. Du schaffst das. So schlimm ist es nicht. Jeder muss ihn machen, wenn er 16 ist. Ich musste es, du musst es und alle anderen auch. Und so gut wie jeder schafft es, ohne hängen zu bleiben. Müssen wir hier... Oh, hier gibt es ja noch ganz viele andere Sachen. Müssen wir hier sterben in der Vault, wenn wir nie rauskommen? Stimmt das, Papa? Wurden alle in der Vault geboren? Machen wir das hier. Das sagt doch der Aufseher immer, oder? Er wird niemand anders reinlassen. Und so ist es, wie es eben ist. Du bist jetzt hier. Und es ist weitaus besser als da oben. Deiner Mutter und mir lag schon immer deine Sicherheit am Herzen. Und du bist hier sicher. Also seine Augen sind echt glasig, finde ich fast schon unheimlich. Können wir vielleicht über Mutti sprechen? Deine Mutter, sie war sehr schön, aber ihre Schönheit war anders als die du von diesen alten Fotos her kennst. Sie offenbaren nur wenig. Sie hatte so viel Herz, sowohl im Leben als auch in der Liebe. Aber dich hatte sie am meisten ins Herz geschlossen. Als sie schwanger wurde, war sie glücklicher, als ich sie jemals zuvor gesehen habe. Ach, sie hatte so große Pläne mit dir. Und deshalb ist es Zeit, dass du mit der Hinhaltetaktik aufhörst und zum Unterricht gehst. Bitte, mein Junge, nimm diese Leistungstests ernst. Das Letzte, was ich mir wünsche, ist, dass mich der Geist deiner Mutter heimsucht, weil ihr einziges Kind Müllverbrenner geworden ist. Okay, Papa. Aufgabe hinzugefügt. Futur imperfekt. Okay. Müssen wir hier sterben in der Vault, werden wir nie rauskommen? So geht das nicht. Und es bringt auch nichts, hier alles und jeden mit Fragen zu durchbohren. Auch kein Grund so. Besonders nicht im Beisein des Aufsehers. Ich will dir jetzt mal was sagen. Es ist wichtig. Also hör gut zu. Dieser Ort, diese Vault, ist nicht perfekt, ich weiß. Aber es ist dein Zuhause. Du bist hier sicher. Mach dich beim Aufseher lieb, Kind, und du bleibst es auch. Verstanden? Du musst das schätzen lernen, was du hast. Weil das, was da draußen auf dich wartet, nicht das Leben ist, das ich mir für dich wünsche. Und auch deine Mutter nicht. Ist okay, Papa. Wie du meinst, Papa. Hey, das ist nicht meine Entscheidung. Das sind die Regeln. Du bist jetzt 16 und deshalb machst du dieses Jahr den GOAT. Komm schon. So schlimm ist es nun auch wieder nicht. Jeder muss ihn machen. Du schaffst das schon. Okay. Tschüss, Papa. Mach's gut, mein Sohn. Jetzt aber nichts wie raus hier. Und viel Glück. So, also ich mache jetzt den GOAT-Simulator. Tür öffnen. Oh, hallo, Jonas. Guten Morgen. Ist vor... Hey, Kumpel. Ist schon ein Weilchen her, als du bei uns warst. Kumpel! Heute ist der große GOAT-Tag, stimmt's? Mhm. Ich bin allzeit bereit. Wer ist denn das? Ja. Hi, ich mache mir ein bisschen Sorgen. Ich hoffe, Jonas kann sich das bald mal ansehen. Hatten Sie schon die Gelegenheit, sich die Ergebnisse anzusehen? Ich bin sie gerade durchgegangen. Gibt's etwas, was Ihnen Sorgen macht?
Ich würde es einfach gern im Auge behalten. Kein Problem. Ich mache meinen Bericht bis heute Nachmittag fertig. Hört sich gut an. Falls sich was ändert, dann bitte Bescheid sagen, ja? Okay, es ist also schon ein bisschen was los mit Stanley. Aus dem Weg, ihr blöden Tunnelschlangen! Ich kann dir mal eine richtige Tunnelschlange zeigen. Tut mir leid, dass du warten musst. Was kann mein ich heute Gott, Butch, warum lässt du mich nicht einfach in Ruhe? Die einfach nicht weggehen. Was willst du machen? Mädchen, Papas Mädchen. Papa rennen. Sie ist ein Nichts, Butch. Was soll denn das hier? Was ist los? Papas Mädchen wird doch wohl nicht heulen, oder? Sie denkt, sie ist was Besseres als wir. Zeig's dir, Butch. Denkst du, du bist was Besonderes? Bloß weil dein Papa der Aufseher ist? Ey! Hey, sie da! Klugscheißermaul! Tut mir leid, aber ich habe eben mal keine Zeit für dein hochtrabendes Geschwätz. Mach dich vom Marker. Was geht hier vor? Geht dich nichts an, Kindchen. Hau ab, bevor wir dir wehtun. Wenn du dich mit den Tunnelschlangen anlegst, dann kannst du was erleben. Kapiert? Wenn du sie weiter belästigst, wird sich der Aufseher um deinen Gang kümmern. Lass sie in Ruhe, sonst bekommst du es mit dir zu tun. Vielleicht kann ich helfen. Sie achtet sehr auf ihr Gewicht. Was? Ich muss jetzt gehen. Das. Vielleicht hast du recht. Wir kümmern uns später um sie. Juhu! Kommt schon, Tunnelschlangen. Diese kleine Zicke ist unsere Zeit nicht wert. Was immer du sagst, Butch, du bist der Boss. Ach. Es leben die Tunnelschlangen. Unfassbar. Na gut, gehen wir. Geht es dir gut, Amata? Danke, dass du sie mir vom Hals geschafft hast. Arschlöcher. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich nicht in Ruhe lassen. Vielleicht, weil mein Vater der Aufseher ist. Diese Idioten. Das klingt nach Andy. Andy! Andy! Hi, Andy! Was ist jetzt schon wieder? 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 Na, kannst du nicht sagen? Ach Mann, ist ja langweilig. Ach so, da geht's in den Klassenraum. Okay. Stehen da. Thank you, Overseer. Safety first. Hi, Susie. Was gibt's Neues? Ach. Nun, Sie haben es geschafft. Sind Sie bereit für den GOAT? Keine Sorge, so schlimm ist er nicht. Da muss leider jeder durch. Was? Ich fühle mich krank, Mr. B. Ich schätze, ich muss den Termin verschieben. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Was soll das? Bis diesen Test echt machen? Ich nur das Erste. Hat auch bei deinem Papa nichts gebracht. Stimmt's? Nun, es sei denn, Sie haben noch etwas anderes zu besprechen. Setzen Sie sich bitte und bereiten Sie sich auf die 2274. Ausgabe des GOAT vor. Oha. Klar, ich bin bereit. Ich wette, das schaffe ich mit links. Sicher wirst du das. Besonders, wo es alles Multiple-Choice-Fragen ohne falsche Antworten sind. Wir beginnen, sobald jeder seinen Platz gefunden hat. Viel Glück. Beeilung bitte. Die Geduld des Aufsehers ist begrenzt. Hauptsache, er sagt erstmal, es gibt keine falschen Antworten und jetzt wünsche einem viel Glück. Ich hoffe, du verkackst. Hau ab. Ich hab seinen Tisch rauf. Hier. So. Wo sitze ich denn? Sitze ich da ganz vorne? Ja, hier, oder? Sie wollen doch sicher nicht die erste Klasse der Geschichte sein, die am GOAT jämmerlich gescheitert Hau ist, ab. Oder? Was? Nein. Kommen Sie und setzen Sie sich, damit wir beginnen können. Ich setze mich ja schon. Nun, jetzt wo alle den Klassenraum gefunden haben, können wir ja endlich beginnen. Bitte quatschen Sie nicht und halten Sie Ihre Augen auf sich selbst gerichtet. Ja, ich spreche mit Ihnen, Mr. Deloria. Alles klar, Mr. Das schaut mich. Es sei denn, es hat noch jemand anders aufschlussreiche Kommentare. Dann können wir beginnen. Frage 1. Ein hektischer Vault-Wissenschaftler läuft auf Sie zu und schreit, ich werde meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer stecken. Wie lautet Ihre Antwort? Was? Ein Vault-Wissenschaftler am Rande des Wahnsinns kommt auf Sie zu und schreit, ich schiebe meinen Quantenharmonisator in Ihre Photonenresonanzkammer. Wie reagieren Sie? Ist das irgendwie so ein Porno für Professoren oder so? Aber Doktor, würde das keine parabolische Destabilisierung der Spaltungssingularität verursachen? Ach ja, danke gleichfalls, Kumpel. Sie sagen nichts, sondern stoppen sich ein herumliegendes Rollschlagen und Wissenschaftler damit auf den Kopf, um ihn ins Land der Träume zu schicken. Wenn Sie das richtig verstanden haben, wollte in die Luft jagen. Sie sagen nichts und dann ab, bevor der Wissenschaftler fortfahren kann. Frage 2.
Während ihrer Tätigkeit als Praktikant in der Klinik stolpert ein Patient mit einer seltsamen Fußinfektion durch die Tür. Die Infektion breitet sich mit alarmierender Geschwindigkeit aus, aber der Doktor ist mal eben rausgegangen. Was tun Sie? Sie importieren den Fuß, bevor sich die Infektion noch weiter ausbreitet. Sie rufen nach Hilfe, sie versorgen den infizierten Bereich so gut wie möglich medizinisch. Sie beruhigen den Patienten und sehen einfach, wie sich die Infektion ausbreitet. Also wenn es eine, ich weiß ja nicht, was für eine Fußinfektion es ist. Wenn es so richtig mies ist, dann würde ich ihn vermutlich abschnippeln. Ja, machen wir einfach. Frage 3. Sie entdecken einen jungen Burschen auf den unteren Ebenen der Vault. Er hat Hunger und fürchtet sich, ist aber scheinbar im Besitz gestohlenen Eigentums. Was tun Sie? Ach komm, Sie haben einen Jungen sagen, dass alles in Ordnung ist. Sie konfiszieren die gestohlenen Gegenstände mit Gewalt und lassen den Jungen als Bestrafung zurück. Was? Sie stehen dem Jungen das Diebesgut, um es selbst zu haben, und überlassen ihm sein Schicksal. Sie bringen den Jungen bei ihnen sicher sehr und melden ihn dann auf sehr. Ich habe viel zu schnell gelesen. Ja, natürlich das Erste, Alter. Der arme Junge, wenn er ängstlich ist und dann auch mit bei ängstlich. Es kann aber auch sein, dass er ängstlich ist, weil er Angst hat, dass er erwischt wurde. Frage 4. Glückwunsch. Sie haben es in eines der Vault 101 Baseballteams geschafft. Welche Position bevorzugen Sie? Pitcher, Catcher, Hitter. Keine. Ihnen wäre es lieber, wenn die Vault eine Fußballmannschaft hätte. Ich kenne die ganzen Positionen gar nicht. Also Hitter ist vermutlich der mit dem Baseballschläger, Catcher ist der dahinter und der Pitcher. Nee, der Pitcher ist der, der schlägt, oder? Ich nehme Pitcher. Frage 5. Ihre Großmutter lädt Sie zum Abendessen ein, reicht Ihnen dann aber eine Pistole und befiehlt Ihnen, einen anderen Vault-Bewohner zu töten. Was tun Sie? Sie bieten Ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Sie fragen mal lieber nach einer Minigun. Sie möchte sich nicht vorbeischießen. Sie schütten ihrer Mutter den Tee ins Gesicht? Was? Nein. Sie fügen sich der alten Dame und töten den Ansässigen mit der Pistole. Definitiv nicht. Sie beten ihren teuersten Besitz für das Leben des Ansässigen an. Sie fragen... Nee, das ist auch mies. Ich kann meiner Oma doch nicht Tee ins Gesicht schütten, wenn sie etwas sagt. Ich nehme einfach das. Frage 6. Der alte Mr. Abernathy hat sich mal wieder in seinem Quartier eingeschlossen und Sie haben die Aufgabe, ihn rauszuholen. Wie gehen Sie vor? Sie wenden eine Haarklammer, das Türschloss zu knacken. Sie bezahlen einen Voltgunner für seine Cherrybombe, springen die Tür auf. Sie gehen zum Waffenhaus, holen sich eine Laserpistole und schießen das Schloss auf. Sie verschwinden und lassen den alten Gott verrotten. Haarklammer, einfach so ganz altmodisch. Frage 7. Oh nein, Sie wurden der Strahlung ausgesetzt und aus Ihrem Bauch wächst eine mutierte Hand. Welche Therapie eignet sich hier am besten? Mit der Kugel in den Kopf. Die großen Dosen des Antimutagen-Wirkstoffs. Beten, vielleicht war ja schon Gott Sie im Mutteraustausch kein Leben voller frommer Hingabe. Sie entfällt Mutation mit einem Präzisionslaser. Antimutagen. Frage 8. Ein Bewohner der Vault 101 ist im Besitz eines Grognak der Barbar-Comicbands, erste Ausgabe. Sie wollen ihn unbedingt haben. Wie bringen Sie es am besten in Ihren Besitz? Sie tauschen den Comicband gegen eines Ihrer eigenen wertvollen Besitztümer. Sie stehen Comicband mit vorgehaltener Waffe, schleichen ins Quartier des Ansässigen und stehen mit dem Comicband vom Schreibtisch. Sie treffen ein paar K.O.-Tropfen die Nuka-Cola des Ansässigen und nehmen den Comicband, wenn er bewusstlos ist. Ich würde einfach mal reinschleichen nehmen. Frage 9. Sie entscheiden, es wäre lustig, Ihrem Vater einen Streich zu spielen. Sie schleichen sich ungesehen in seine Privaträume und... Privaträume ist also Klo. Und lösen die Schrauben in einigen Rohren. Wenn das Wasser aufgedreht wird, wird das Badezimmer überflutet. Legen einen Kneifrosch in die Toilette. Das wird schon für Chaos sorgen. Brechen den verschlossenen Arzneischrank auf und tauschen ein Bluthochdruckmedikament gegen Zuckerpillen aus. Manipulieren die Stromversorgung seines Rasierers, damit er einen elektrischen Schlag bekommt, weil sich das nächste Mal rasiert. Das könnte auch schief gehen. Legen einen Knallfrosch in die Toilette, das wird schon für Chaos sorgen. Ah, das hier. Frage 10. Wer ist unbestreitbar die wichtigste Person in Vault 101? Er, der uns vor der Strenge des atomaren Ödlandes beschützt und dem wir alles zu verdanken haben, was wir haben, einschließlich unseres Lebens. Der Aufseher. Ene, mene, mu und raus bist du. Raus bist du noch lange nicht. Ach nee, scheiße, warte. Ene, das geht sonst zu weit. Ene, mene, mu und raus bist du. Ene, mene, mu und raus bist du.
Ene, mine, mu und raus bist du. Okay, das. Stifte niederlegen, allesamt. Das war's, der berüchtigte GOAT. Ich bin mir sicher, dass es für viele von Ihnen kein Thema war. Die anderen, nun, es gibt immer noch Stellen in der Wartungsabteilung. Vergessen Sie nicht, Ihre Tests einzureichen, bevor Sie gehen. Sie wollen wirklich nicht wissen, was mit denen geschieht, die den GOAT vermasseln. Sie haben den Rest des Tages frei, um zu feiern oder zu beten, je nach persönlicher Lage. Wie stehe ich denn auf? Ach so, einfach so bewegen. Okay. Okay. Geh mir aus den Augen. Bitte schön, Mr. Broch. Ich hoffe, ich hab's gut gemacht. Machen Sie sich mal keine Sorgen, Miss Almodovar. Mal sehen. Ausgezeichnet. Ich denke, für Sie steht eine Karriere als Aufseher an. Danke. Bis morgen dann. Today the GOAT. Ja. Sie unterrichten. Ich bin fertig. Ah, Butch. Darf ich zugeben, dass ich diesen Tag schon lange herbeigesehnt habe? Erlauben Sie mir, diesen Moment auszukosten. Jetzt bin ich mal gespannt. Dann wollen wir mal sehen. Wirklich? Interessant. Sie haben mich überrascht, Butch. Ich dachte nicht, dass Sie das Zeug dazu haben. Friseur, wer hätte das gedacht? Sie reden doch nur Müll. Das stimmt überhaupt nicht. Ich bin fertig, Mr. Broch. Glaube ich jedenfalls. Oh, Moment bitte. Kann ich es noch mal kurz haben? Ich glaube, ich muss eine meiner Antworten ändern. Beruhigen Sie sich, Paul. Ich bin mir sicher, dass Sie nichts zu befürchten haben. Ach, das ist die Christine. Dann schauen wir mal. Aha.